Philipp Lindner, du bist heuer neu zum Adlerhorst gestoßen. Wie fühlst du dich im Team, in der Stadt? Wie fühlst du dich in der Organisation? Wie wohl fühlst du dich in Villach? Sehr wohl, es ist sehr familiär. Es ist sehr gut auf uns geschaut worden, dass wir uns, glaube ich, gut einleben. Und in der Mannschaft ist eine gute Stimmung, also kann man sich gleich sehr schnell sehr gut wohlfühlen. In Znaim habt ihr eine Top-Leistung gezeigt, wahrscheinlich die beste Saisonleistung heuer. Beginnt das Villacher wirklich jetzt so richtig zu laufen? Ich glaube, jetzt haben wir langsam die Komponenten gefunden, dass wir einfach konsequent spielen über 60 Minuten und defensiv wie offensiv und einfach die Turnovers minimieren und ich glaube, dann sind wir eine richtig gefährliche Mannschaft. Jetzt geht's gegen dein Ex-Team, die Graz 99ers. Ich glaube, ein besonderes Spiel für dich. Was sind ihre Stärken? Worauf wird es ankommen? Was müssen wir ganz, ganz besonders gut machen gegen die Grazer? Ja, es ist natürlich ein besonderes Spiel. Man kennt noch viele Spieler. Da fast man sicher konzentrieren müssen, eben wie gesagt, konsequent defensiv spielen. Es ist, glaube ich, gegen jede Mannschaft in der Liga wichtig, weil einfach offensiv sehr viel Talent in jeder Mannschaft ist und auch bei den Grazer. Ich glaube, wenn wir da die offensiven Möglichkeiten gleich anfangen, wegnehmen oder minimieren, dann gleich frustrieren wir sie und dann kommen wir zu unseren Chancen und zu unseren Konter und dann sollte es nach 60 Minuten gut ausschauen. Hast du noch am Schluss noch eine Botschaft an die VSV-Fans? Ja, dass sie kommen sollen und uns anfeuern, wie immer. Villach ist bekannt für die guten Fans und wir werden jetzt Villach wieder mal bekannt machen für eine gute Mannschaft. Also, bis morgen.